Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Verlord, wir im Überlebensmodus. In der letzten Folge haben wir alles möglich abgeschlachtet und werden jetzt unsere Belohnung einfordern. Wehe, sie gibt mir keine Kronkorken. Ich habe immerhin mindestens 100 Leute umgebracht und wir haben nahezu ein Level-Up. Nahezu, wie ihr seht, alles blau. Huch. Ich weiß nicht, wer gegen mich ist und wer nicht. Okay, du bist schon mal gegen mich. Das Gute ist, mein Visier markiert mir die bösen Gegner. Ich verfütter dich an die Hunde. Wo ist er? Wo ist der Letzte? Ah. Was das? Nein. Oh Gott. Wie keine Granate, bitte, please not. Da bist du. Ich sehe nichts. Hör auf dich zu bewegen. Stirbst sowieso. Easy. Noch jemand hier? Das hört sich hier gut an. Sag mal, Musik, kannst du bitte? Danke. Hey, Doc. Boss, ich glaub's nicht. Du hast die Raider getötet. Genau, habe ich. Aber, Moment. Das fuckt mich gerade richtig ab. Alle, ich frage mich nur, warum? Das ist wirklich wichtig. Ich hatte einfach Lust drauf, Raider sind Abschaum, um dich zu befreien. Ja? Du und die anderen Händler, ihr wurdet wie Sklaven behandelt. Dem musste ich ein Ende setzen. Das hast du auf jeden Fall geschafft. Ich hatte mir diesen Tag schon lange vorgestellt, sogar davon geträumt. Aber ich hätte nie gedacht, dass dieser Traum sich mal erfüllt. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, auf die ich noch keine Antwort weiß. Was kommt als nächstes? Das liegt an dir. Das musst du jetzt selbst rausbekommen. Du hast recht. Diese Entscheidung müssen wir selbst treffen. Bevor du gehst, möchte ich noch eins sagen. Danke. Ganz ehrlich. Von uns allen. Danke. Wohin dich dein Weg auch führt, du sollst wissen, dass du in Nuka World immer willkommen bist. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss eine Möglichkeit finden, diese Halsbänder gefahrlos zu entfernen. Einfach abreißen. Soll ich helfen? Nein? Mackenzie? Soll ich dich untersuchen? Oder brauchst du nur Vorräte? Nein. Ja, schau mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Natürlich. Was ist denn das Problem? Ich bin ziemlich mitgenommen. Sie guckt mir erst mit den Augen. Er sieht schon ein bisschen irgendwie kacke aus. Vielleicht sollte ich ihn heilen. Oder auch nicht. Hat er überhaupt Kronkorken dabei? Moment, er hat mir doch geholfen. Vielleicht gibt's auch Naturalien. Oh, ich will lieber Kronkorken. Weißt du, warum das so lange gedauert hat? Das war echt schwer, mir was auszudrücken. Geschafft. Stört dich sonst noch was? Ja, deine Klamotten. Nein, wir sind fertig. Dann auf Wiedersehen. Sorry. Ich war gerade im Flow drin. Ne, so wie der hier. Gut, als nächstes haben wir noch eine andere Quest. Und zwar... Ich war doch schon da. Ich hatte noch eine Quest bekommen. Stell den Strom wieder her. Ja gut, dann halt nicht. Folgender Plan. Ich habe eigentlich gedacht, wir machen jetzt den Strom. Aber anscheinend nicht. Weil wir keine Quest dafür haben. Wir können uns hier nochmal ganz kurz umschauen, ob irgendwas in der Nähe ist, was wir einnehmen können. Ansonsten gehen wir zurück ins Ödland und fangen an, langsam die Gegend zu untersuchen. Und dann kommen wir am nächsten Tag wieder her. Ja gut, das bringt gar nichts. Kommen wir am nächsten Tag wieder her. Und beziehungsweise ich komme am nächsten Tag her. Das heißt, morgen bin ich hier und warte vor der Power-Rüstung, die wir einsammeln können, weil ich dann alles Darkern eingesammelt habe. Das ist der Plan. Aber erstmal gehen wir ins Commonwealth zurück und freuen uns unseres Lebens. Da sind wir. Hier ist eine riesen Lücke, da gehen wir mal hin. Einfach mal umzugucken, was es hier alles so Schönes in der Nähe gibt. Wobei, Moment. Ich erinnere mich an zwei Dinge. Erstens, Valentine Quest. Zweitens... Wo ist es? Wieso ist die Karte so verdammt klein? Hier war irgendwo was.
Irgendwo wollte ich hier hin. Da. Swans Teich. Da wollten wir hin. Da hat einer von euch gesagt, da ist ein Bossmonster. Und deswegen gehen wir da einfach mal hin und machen die platt. Das ist der Plan. Dann reparieren wir unsere Rüstung, geben den ganzen Stuff ab, den wir dabei haben. Wobei, das mache ich auch. Das mache ich auch alleine, ne? Kurz den Stuff ablegen, gucken, was wir so haben. Vielleicht die eine oder andere Waffe upgraden. Ja, klingt gut, ne? Was ist das denn? Ist das eine Riesenfliege? Was bist du zum Teufel? Hallo? Bist du ein Super Mutant, der im Wasser lebt? Gut, das ist. Gib zu, das war armselig. Powerfaust. Erhöht Schaden für jeden weiteren Treffer am gleichen Ziel. 114. Oh, shit. Langsam. Ja gut, dann tut mir leid. Ups. Achso, wir haben sowieso ein Level-Up, ne? Wir waren gerade dabei, Folgendes zu tun. Wir wollten verwirrt durch die Gegend schauen und gucken, was wir machen wollten. Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwo, hä? Ich hab doch... Ach, da. Lady Killer. Gut, du gehst aus den... Achso, brauch ich gar nicht, ne? Wir nehmen jetzt nämlich die Powerfaust. Todeskrallenhaut. Ja, wieso nicht? Schwanenboot-Einzelteile. Okay. Gut, ich habe eigentlich gedacht, das ist so ein fetter Boss, der irgendwie kaum zu töten ist. Okay. Unsere Pläne haben sich gerade geändert. Ich kann den Scheiß nicht tragen, wenn ich eine Powerrüstung anhabe. Gut zu wissen. Hell yeah. Boom. Da kriegen die Leute aufs Maul. Da haben wir keine Munition. Ah, da haben wir auch noch kaum Munition. Alter, uns ist die komplette Munition ausgegangen. Egal, YOLO. Wir werden auf jeden Fall was anderes untersuchen. Und zwar, wir haben ja hier noch die ein oder anderen Orte, die wir bereits gesehen, aber nicht untersucht haben. Ne, bestimmt. Vorhin habe ich einen gesehen. Ich weiß, dass du existierst. Bitte zeige dich. Weil ich muss eigentlich... Aha! Achso, Messfusion. Aber da waren wir offensichtlich nicht drin. Wir gehen mal dahin. Gucken, ob wir da überhaupt drin waren. Ich muss vorher, glaube ich, noch die Karte vergleichen, weil irgendwie finden wir keine Gebäude oder keine Orte in der Nähe. An unserer Wahrnehmung kann es eigentlich nicht liegen. Aber irgendwie sehen wir nichts. Komisch. Das sieht auch komisch aus. Gut, Messfusion. Ich komme. Ich bin sehr froh, dass wir gerade nicht in DC rumlaufen, weil da kacken die FPS bei mir richtig ab. Bei euch seht ihr wahrscheinlich keinen Unterschied, weil OBS sich denkt, ja okay, komm, die Aufnahme muss flüssig sein, da packen wir alle FPS rein, Zero kommt ohne klar. Ja, ich leide für euch, ich leide für euch. Wo kommt ihr denn her? Scheiß Kackviecher. Niemand mag euch. Niemand. Ich bin schon wieder krank. Ich habe mich doch extra heilen lassen. Oh, ich habe keine AP mehr. Als nächstes gehen wir auf Damage. Alter, das Viech tötet mich. Tötet es doch. Okay, wir brauchen unbedingt Nahkampf-Damage. Alter. Das Viech hat mich fast getötet. Garter Clown. Da habe ich. Ich habe nur noch gegrillte Kühe. Ja, was soll's. Es gibt mir ja so wenig Leben. Das bringt mir aber auch nichts. Ja, komm, wir kommen klar. Okay. Lächerliches Outfit ist da nur drin. Schade. Gehen wir weiter da hinten hin. Ich hoffe, meine Munition wird für diese Folge reichen. Ich möchte jetzt ungern nach Hause gehen, um euch da noch zu langweilen oder zu schneiden. Was haben wir denn da? Auf den Teddy zu zerfetzen. Ich hab's gesehen.
Da zerfetzt du einfach einen Teddy. Was stimmt mit dir nicht? Das war so legendäre leuchtender Mischling, okay. Naja, nichts Großartiges, gehen wir weiter. So, Mess Fusion. Ich hab's noch nicht mal entdeckt. Also waren wir da auch noch nicht drin, auch wenn der Bandit steht. Ist wahrscheinlich, können wir hier nicht viel machen. Nehme ich jetzt mal stark an. Ach, verdammt, Ghule. Billige Ghule. Gut, die hätten wir schon vor Jahrzehnten. Oh, wie süß. Sein müssen. Ja. Kritischer Baby. Deswegen sind die Gegner hier wahrscheinlich ein bisschen schwächer. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Da ist ein Knopf. Er führt nach oben. Okay. Dann schauen wir doch mal, was... was haben wir denn da? Ein Terminal. Und ein Tischventilator. Und einen gelben Teller, den keiner will. Stand da gerade Meister. Okay, ich war gerade gut drauf und... Freunde, nehmen mir gleich das Leben. Das ist brutal. Ich mache seit Jahren nichts anderes als diese komischen Dinger hier zu hacken, ganz ehrlich. Irgendwann geht's einem einfach auf den Keks. Das ist genauso wie bei Assassin's Creed. Wenn bei Assassin's Creed das fünfte Spiel hintereinander nur irgendwelche Tower hochklettert, dann hat man da keinen Bock mehr drauf. Das ist genauso mit dem Knacken. Das ist natürlich eine coole Funktion mit dem Knacken, aber ihr könnt euch langsam was Neues ausdenken. Ganz ehrlich. Hatte ich das hier schon? Nein. Super, cool. Ja. 23.07. Nachdem er es 34 Tage ohne Unfall geschafft hatte, ist Lester hinter dem Gabelstapler gestolpert, als der rückwärts fuhr. Jetzt fangen wir wieder bei Null an. Außerdem mussten wir wieder die ganzen Denken Sie an Ihren Helm-Poster aufhängen. Als ob ihm so ein Ding das Leben gerettet hätte. Ist er tot? Der Betriebsausflug steht in ein paar Monaten an. Mr. Feld. Mr. Feld. Sorry. Mr. Feld meinte, dass er für alle Mitarbeiter verpflichtet ist, vor allem für Vorgesetzte. Ich hasse diese Ausflüge. Es ist schon schlimm genug, die Woche über sich mit diesen Leuten herumschlagen zu müssen. Jetzt muss ich auch noch ein ganzes Wochenende über so tun, als würde ich sie mögen. Manchmal beneide ich Lester. Weil er tot ist. Ein Gefahrengutinspektor kam heute unangemeldet vorbei, um bei uns eine Überprüfung durchzuführen. Ich hatte das Gefühl, dass er eine Ahnung davon bekommen hat, was hier wirklich passiert. Ich habe Mr. Feld davon erzählt und er meinte, dass wir den Inspektor loswerden müssen, wenn er hinter die Sache hier kommt. Und er meinte damit nicht, dass wir ihn bitten sollen zu gehen. Nun ja, er ist dahinter gekommen. Also mussten wir ihn loswerden. Wenn jemand rausfindet, was wir getan haben, wandere ich für den Rest meines Lebens in den Knast. Sie haben ihn getötet. Sicherheitstürfeln. Na komm. Komm, schneller. Please. Also, Tür ist offen. Wir dürfen auf den Knopf drücken. Was ist denn das? Eine Toilette mit ganz viel Radioaktivität. Ich gehe mal hier wieder raus. Knopf. Großartig. Einfach großartig. Ah. Surprise. Okay. Ist da noch eine Tür? Ein Förderband, okay. Mit ganz viel Radioaktivität. Aber wir können uns ja easy heilen, wenn ich nachher zu Hause bin. Deswegen mache ich mir jetzt keinen Stress. Ich heile mich einfach. Eine Tür. Der Wahnsinn. Achso, das ist der Hund. Kleine Schrecksekunde. Ist was? Was hatten wir damals hier zu tun? Wir sollten irgendwas bergen, ne?
Das ist ja... Das ist ja der helle Wahnsinn, Alter. Wow. Gut, es war nur... Ja, es war nur ein kleines Gebäude, das sieht man daran, dass hier kein Ladebildschirm kam. Deswegen gehen wir hier wieder raus. Eins der einzigen Gebäude, wo es kein Ladebildschirm gibt. Mal so angemerkt. Gut, da ich nicht weiß, wo wir noch weiter suchen können nach irgendwelchen Sachen, werden wir einfach irgendwo hindüsen und gucken, ob wir da irgendwas in der Nähe haben. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir so einiges schon hinter uns haben, ne? Hier kennen wir alles schon, ne? Hier links kennen wir es, glaube ich, auch schon. Ja, die Frage ist jetzt, wo ist hier noch etwas frei, was wir untersuchen könnten? Ich glaube, Fallout wird nicht mehr so lange laufen, Freunde. Tut mir leid, das zu sagen, aber so wie es aussieht, haben wir schon einen Großteil hinter uns. Hier sieht das ein bisschen leer aus, ne? Wir gehen mal hier hin und wandern Richtung Norden. Schauen, ob wir da noch was finden. Ansonsten sehen wir uns ja schon morgen wieder mit der Power-Rüstung, die wir dann anscheinend nicht lange tragen werden, weil es ja auch leider keine DLCs mehr gibt für Fallout 4. Es ist ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass Fallout 4 tatsächlich bald fast schon zu Ende ist. Los geht's! Alter, ich hatte noch nicht mal Bild. Dein letzter Fehler. Ich hatte noch nicht mal Bild. Verdammt. Okay, ich kann nicht mehr nachladen. Das ist nicht gut. Leute, ich muss Munition sparen. Bitte nicht aggressiv werden, okay? What? Verdammt. Ich sagte, ich muss Munition sparen. Kommst du daher? Okay, hier ist noch was. Ich habe noch 40 Muni. Arsch mich doch nicht. Ah. Yeah, baby. Okay, wir wollten Richtung Norden, ne? Und gehen wir Richtung Norden. Ja, ich heile mich ja schon jetzt. Hör auf rumzujammern, Charakter. Das wollte ich nicht tun. Ein Püppchen? Aber sonst nichts weiter. Das ist ein bisschen crazy, ne? Ich habe eigentlich gedacht, dass wir noch verdammt viel zu erkunden haben. Aber anscheinend haben wir währenddessen... Oh, das war's. Und ziemlich viel erkundet. Jemand da? Nein. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich würde hier gerne noch hochgehen, bevor wir aufhören, damit wir uns hierher teleportieren können. Danke für die 10 mm. Kann ich echt gut gebrauchen. Ich komme. Ob du bereit bist oder nicht? Vielleicht hast du Kugel im Schädel. Ich glaube, es ist die Brücke. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir sowieso bekannt vor. Da oben war doch ein legendärer damals. Das kommt mir sau bekannt vor, Alter. Und die FPS sinken immer mehr, je höher ich gehe. Also für mich, nicht für euch. Schon ein bisschen crazy, ne? Alter, kann das mal aufhören? Alter, Gott verdammt, spring da hoch. Gott, ruckelt das. Krass. Ich guck mal auf meinen OBS. Ja, da ruckelt es auch schon ein bisschen. Das liegt nicht mal an meiner CPU, weil die CPU ist bei mir auf 70%. Wir sind los da. Surprise. Fallen Skybridge. Wie schön das auf Englisch ist. Ah, stimmt, wir haben noch dieses Schiff, das wir besuchen müssen, ne? Also wir haben doch noch ein bisschen was. Wir machen hier erstmal noch Valentine.
Stimmt, das machen wir als nächstes, Valentine. Was willst du? Die Valentine-Quest. Oh, oh, wer schießt? Wer tut mir das an? Hier ist ein Pool. Oh, wie cool. Wir hier leben. Hallo. Ah. Wieso bin ich jetzt zweimal runtergesprungen? Ergibt das Sinn? Da ist ein Flugzeug drin gelandet. Kommt man da irgendwie hoch? Ach, scheiß drauf. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen mit der neuen, super. Klasse. Mit der neuen Power-Rüstung wieder. Dann habe ich Valentine auch wieder dabei. Polanski, Atombunker, neu allein gefällig? Wie wär's mit einem Anzug von Fallens? Sagen Sie, Polanski hätte sie geschickt. Polanski hätte mich geschickt. Mann, ich könnte ein Tässchen vertragen. Oh mein Gott. Besuchen Sie in Boston Slurp & Joe's. Da bringt man sich ja sie lieber selber um. Weißt du, da ist man am Ende der Welt. Und dann nüllt sie einen damit Werbung zu. Was ist denn los? Gut, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und dann... Valentine, wir machen deine Quest. Haut rein, euer Zero. Tschüss.